Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Führungskonzepten. Im Laufe der letzten Jahre haben sich unter dem Namen Management by zahlreiche unterschiedliche Führungskonzepte entwickelt. Welche Führungskonzepte das sind und was dahinter steckt, werden wir uns in einer sechsteiligen Videoreihe unter dem Namen Führungskonzepte etwas genauer anschauen. In diesem ersten Video schauen wir uns zuerst einmal einen groben Überblick an, also welche unterschiedlichen Führungskonzepte sich in den letzten Jahren entwickelt haben, beziehungsweise wie diese abgekürzt werden und wie diese heißen. Starten wir mit dem Überblick. Zuerst kennen wir einmal fünf unterschiedliche Führungskonzepte, welche wir auch zahlreich in der Literatur vorfinden. Die erste Abkürzung oder das erste Führungskonzept, welches wir uns im Rahmen dieser sechsteiligen Videoreihe ansehen werden, ist das sogenannte Management by Delegation und abgekürzt in kurz MBD. Weiters gibt es dann eben auch noch das Management, also das Führungskonzept Management by Exception oder eben auch abgekürzt MBE. Ebenso kennen wir dann das Führungskonzept Management by Motivation oder eben auch kurz abgekürzt MBM. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich auch noch das Führungskonzept Management by Results, abgekürzt MBR. Und das wohl bekannteste Führungskonzept, Management by Objectives oder eben abgekürzt MBO. Vielleicht grundsätzlich ist zu diesen Führungskonzepten zu sagen, dass diese nicht nur komplett konkret voneinander abgegrenzt werden müssen, sondern nein, es kann auch eine Kombination aus unterschiedlichen Führungskonzepten entstehen und dann in weiterer Folge in der Praxis auch angewendet werden. Im Laufe der nächsten fünf Videos aus dieser sechsteiligen Videoreihe werden wir uns dann in weiterer Folge jetzt intensiv mit diesen fünf Führungskonzepten etwas genauer beschäftigen bzw. detaillierter beschäftigen und gemeinsam erarbeiten, was dahinter steckt. Wenn Sie also Interesse haben, mehr zu erfahren, was hinter diesen einzelnen Führungskonzepten steckt, dann sehen Sie sich bitte hierzu die passenden Videos zum jeweiligen Thema, zum jeweiligen Führungskonzept dann in weiterer Folge an. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende des Überblicks angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen oder Sie eines der nächsten Videos nicht versäumen möchten, dann freuen wir uns über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen oder wenn Sie dieses Video mit einem Gefällt mir kommentieren.